Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es die Neuerscheinungen für den Monat April. Ich kann es irgendwie gerade noch gar nicht so richtig greifen, dass wir bald schon April haben. Ich habe das Gefühl, es war gerade erst Silvester. Ich habe hier auf der Couch gelegen mit einer heftigen Corona-Infektion und jetzt erzähle ich euch was von Büchern, die im April rauskommen. Ja, es ist ein Traum. Ich habe mir natürlich wieder eine tolle Liste auf meinem Handy gespeichert mit allen Büchern, die im April erscheinen. Und ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, es sind diesmal gar nicht so viel wie sonst. Also nicht, dass keine Bücher erscheinen, es erscheinen unheimlich viele. Aber als ich die ganzen Listen durchgegangen bin mit Büchern, die mich interessieren könnten im Bereich Fantasy New Adult, habe ich gar nicht so viel gefunden, wie jetzt vergleichsweise in anderen Monaten dieses Jahr oder auch letztes Jahr. Aber es ist ja gar nicht so schlimm, dann wird das Video nicht so lang wie sonst. Das ist ja auch mal was Positives. Ich würde aber sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch und das erscheint tatsächlich auch nicht direkt am 1., 2., 3. April, sondern erst am 9., nämlich das ist das neue Buch von der lieben Anja Omar. Fake Roomie heißt das Ganze und erscheint im Self-Publishing. Ich wollte gerade sagen, im KISS Verlag, weil ihre letzte Reihe im KISS Verlag erschienen ist. Nein, aber es erscheint im Self-Publishing über Nova MD. Das ist auch mal wieder was ganz Neues für mich, weil ich Anja tatsächlich als Self-Publisher kennengelernt habe. Dann war sie Verlagsautorin und jetzt geht sie zurück ins Self-Publishing. Ist ganz spannend. Seit der Highschool gibt es für Amy und Cameron 5 unumstößliche Regeln. Erstens, wir sind nur Freunde. Zweitens, wir dürfen uns nicht nackt sehen. Drittens, wir küssen uns niemals auf den Mund. Viertens, wir schlafen nicht miteinander. Und fünftens, wir verlieben uns nicht. 5 einfache Regeln und ein Deal, der zum Verstoß jeder Einzelnen führen könnte. Denn als Amy bei der Besichtigung ihres Traumhauses erfährt, dass Paare bevorzugt werden, bittet sie ihren besten Freund um einen Gefallen. Cameron soll sich als ihr Verlobter ausgeben und mit ins Haus ziehen, womit nicht nur Regelbrüche bevorstehen, sondern auch jede Menge Gefühlschaos vorprogrammiert ist. 2 Tage später, am 11. April, erscheint das neue Buch von TJ Klun. Da war ich anfangs ein bisschen verwirrt, weil die mit dem Erscheinungsdatum ein bisschen gespielt haben, sowohl beim Englischen als auch beim Deutschen. Aber jetzt am 11. April soll es soweit sein, dann erscheint The Extraordinaries, die Außergewöhnlichen. Ich bin mal sehr gespannt, ich bin ja ein großer Fan von ihm und seinen Büchern, weil ich das Gefühl habe, dass sie einfach komplett einzigartig sind. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen, das an ihn herankommt oder das auch nur ansatzweise so ähnlich ist wie eins seiner Bücher. Es ist für mich ein absoluter Unikatschreiber und jedes einzelne Buch ist auf seine Art und Weise wundervoll. Ich musste gerade rüber gucken, weil sie alle vier, die ich von ihm habe, im Regal übereinander stehen. Und ich es einfach total gerne mochte, seine Geschichten zu lesen. Und ich freue mich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr auf diese hier. Es ist übrigens der Reihenauftakt zu einem Dreiteiler oder zu einer dreiteiligen Reihe, was für mich bei seinen Büchern ja auch dann irgendwie eine Premiere ist. Nick Bell ist ein ganz gewöhnlicher Teenager. Wobei das in einer Stadt voller Superhelden schon wieder ungewöhnlich ist. Und der beste Autor von Superhelden-Fanfiction zu sein, ist ja quasi auch eine Superkraft, oder? Als Nick eines Tages Shadow Star, dem berühmtesten Helden der Stadt und seinem heimlichen Schwarm begegnet, beschließt er selbst ein Held zu werden, um Shadow Star zu beeindrucken. Widerwillige Hilfe bekommt er dabei von seinem besten Freund Seth. Wird Nick Shadow Stars Herz erobern oder erkennt er, dass seine wahre große Liebe eigentlich schon die ganze Zeit an seiner Seite ist? Am 16. April geht's dann endlich auch bei KISS weiter, nämlich mit dem 5. und finalen Band der The Darkest Gold Reihe. Und wer meinen Kanal ein bisschen länger schon verfolgt, der weiß, dass ich diese Reihe abgöttisch liebe. Und ich habe jedes einzelne Buch davon gefeiert. Das Lustige ist, dass die Bücher von Band 1 zu Band 4 aktuell immer dicker werden und es hat mich absolut nicht gestört. Und ich glaube, beim 3. Band habe ich kurz mit Anke gequatscht vom Verlag und sie sagte, ja, das ist das dickste Buch, das wir in unserem ganzen Verlag jemals hatten, also in der KISS-Sparte. Und beim 4. Band sagte sie dann, oh nein,
das ist jetzt das dickste Buch. Ich weiß nicht genau, wie viele Seiten Band 5 jetzt haben wird, aber ich habe es irgendwie im Gefühl, dass ja, der Rekord nochmal geknackt wird. Falls ihr die Reihe noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr jetzt kurz mal weiterskippen. Ich lese nämlich hier bei den Neuerscheinungen immer den Klappentext zum aktuellen Band vor, weil dieses Buch eben erscheint. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann skippt einmal kurz vor. Ihr habt meine Flügel gebrochen, aber ihr werdet niemals mich brechen. Ich musste fliehen. Es war die einzige Möglichkeit zu überleben. Doch von einem gefährlichen Ort zu flüchten bedeutet nicht, dass man eine Zuflucht findet. Manchmal landet man nur an einem noch gefährlicheren Ort. Wie Anwen, das Reich der Fae. Ein Land voller Magie und Wunder, wo doch an jeder Ecke der Tod lauert. Denn meine goldene Haut macht mich hier zu einem Symbol der Rebellion, zu einer Gefahr für den grausamen König der Fae. Ich muss eine Möglichkeit finden, zurück nach Orea zu kommen, zurück zu dem Mann, den ich liebe, ohne bei dem Versuch zu sterben. Am 17. April erscheint ein neuer Reihenauftakt im Fantasy-Bereich. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel über die Reihe bei Bookstagram oder BookTok gesehen. Also es ist jetzt für mich zumindest keine absolute Hype-Reihe. Trotzdem finde ich den Klappentext sehr, sehr ansprechend. Das Cover hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Es ist eine Fae-Geschichte und es wird als magisch und spicy angeteasert. Da kriege ich so ein kleines ungutes Gefühl und muss an Lady of the Death denken. Aber ja, ich hoffe, dass die gute, wie heißt sie, L.J. Andrews nicht ganz so übers Ziel hinausschießt wie Sarah J. Maas bei Nestas Geschichte. We will see. Curse of the Shadow and Thorns heißt das Ganze übrigens, geliebt von meinem Feind. Klingt irgendwie auch ein bisschen nach Enemies to Lovers. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Vor langer Zeit stahlen Elise Vorfahren dem Fae-König die Krone. Jetzt ist es an Elise Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre Familie den Thron behält. Und zwar durch eine gute Partie. Das Problem ist nur, dass die junge Adelige sich selbst lieber in Spielhallen herumtreibt, statt auf Bällen zu tanzen. Deshalb wird Elise Zukunft in die Hände des mysteriösen Mitgiftunterhändlers Legion Grey gelegt. Er schürt ihren Zorn sowie eine verbotene Leidenschaft und er trägt ein Geheimnis in sich, das nicht nur Elises Starrsinn in die Knie zwingen wird, sondern das gesamte Königreich. Das wird übrigens auch auf eine dreiteilige Reihe hinauslaufen, die dann heißt Broken Kingdoms. Im April dürfen wir uns auch auf ein neues Buch BB von der lieben Rebecca Yarros freuen und da freue ich mich persönlich schon sehr, sehr drauf, weil ich ihre Geschichten und ihren Schreibstil unfassbar schön finde. Ich habe gerade erst Iron Flame beendet, das hat sich jetzt wirklich gezogen, der Body Read. Ich muss mal meinen Mädels da noch ein kurzes Update geben zum Ende. Wir haben da schon im Dezember angefangen und irgendwie hat sich es jetzt ewig gezogen, weil ich auch, wie ihr es vielleicht auch selbst gemerkt habt, ein bisschen in der Leseflaute stecke. Also die Quantität meiner Bücher ist nicht so hoch, wie man es von mir gewohnt ist. Aber ja, letztes Jahr war es ja dann auch Fourth Wings, das ich so gehypt habe von Rebecca. Und mein Jahreshighlight wurde ja The Things We Left Unfinished. Und ja, ich mag es einfach. Ich mag ihren Schreibstil, ich mag ihre Art, Geschichten aufzubauen, ich mag ihre Art, Spannung aufzubauen, ich mag ihre Art, Protagonisten zu erschaffen. Egal ob im Negativen oder im Positiven. Und ich freue mich einfach schon hier auf diese Geschichte, die bei DTV erscheinen wird, tatsächlich auch genau wie Fourth Wing und Iron Flame. Weil ich an dich glaube, Great and Precious Things heißt das Ganze und im Klappentext heißt es wie folgt. Zwei Dinge hat Camden Daniels sich für seine Rückkehr in seine Heimatstadt Elba in Colorado vorgenommen. Er wird seinem kranken Vater die medizinische Behandlung ermöglichen, die dieser sich wünscht, und er wird seine Kindheitsliebe Willow auf Abstand halten, die Frau, die er schon immer geliebt hat, die er aufgrund der Vergangenheit aber nicht lieben darf. Willow ist allerdings ganz und gar nicht gewillt, sich von Camden fernzuhalten. Als die beiden sich unwillkürlich nahe kommen und Willow sich in aller Öffentlichkeit bedingungslos hinter Camden stellt, könnte das jedoch alles zerstören, was ihnen wichtig ist. Ebenfalls im Hause DTV gibt es am gleichen Tag eine weitere Buchveröffentlichung, nämlich Cherish, das Finale der Catmere Academy-Reihe. Das ist, glaube ich, jetzt der sechste Band. Und ich habe ja tatsächlich nur den ersten gelesen. Also, wie heißt der erste? Crave
hieß der, glaube ich, damals. Und habe Band 2 aber nie gekauft. Und irgendwann dachte ich so, ja, 6 Bücher, das ist eine ewige Geschichte. Willst du das wirklich weiterlesen? Und es hat mich leider, leider nicht so packen können wie andere Bücher in diesem Genre oder in diesem ganzen Setting. Irgendwann werde ich es vielleicht als Hörbuch mal weiterhören, aber ich kenne einfach auch super viele, die die Reihe abgöttisch lieben und dachte mir, deshalb muss das Buch dann eigentlich auch hier im Video Platz finden, auch wenn es mich persönlich nicht so interessiert, aber grundsätzlich ist es im Bereich, der mich interessiert. Wisst ihr, wie ich meine? Macht das Sinn? Ich werde euch auf jeden Fall den Klappentext zum finalen Band vorlesen. Grace mag zwar den Schulabschluss in der Tasche haben, das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie die Cadmere Academy und ihre Gefahren hinter sich gelassen hat. Um einen ihrer Freunde zu retten, muss sie mit ihren mächtigen Freunden in das geheimnisvolle Schattenreich reisen. Dort erwarten sie mehr als nur ein paar Überraschungen und ein Geheimnis, das sie alle vernichten könnte. Am 22. April bringt meine liebe Martina Wilms ein neues Buch auf den Markt. Und zwar ist das der 3. Band ihrer Beyond-Reihe. Beyond Light, ins Licht, heißt das Finale der Reihe. Ich habe den ersten Band bereits gelesen, den zweiten habe ich auf meinem Kindle, dachte aber, ach, wartest du, bis jetzt der 3. kommt, dann kannst du 2 und 3 in einem Rutsch lesen und damit dann auch eine Reihe komplett beenden. Ich kenne Martina ja eher von den Conventions und nicht als Autorin, also ich habe sie eher als Cosplayerin kennengelernt und fand das dann super spannend, so ihren ganzen Werdegang von Anfang an zu sehen, wie sie das eben mit dem Autorendasein gemacht hat und damit eben auch ihre, ja, mit der Beyond-Reihe ihr Autorendasein gestartet hat. Mittlerweile hat sie auch noch andere Bücher in anderen Genres rausgebracht und ja, es gefällt mir einfach immer wieder gut, was sie da auf die Beine gestellt hat. Das Leben kann so scheiße sein und doch so wunderschön und wie so oft ist es beides zugleich. Und es ist kurz, vielleicht auch für Lukas und mich. Zu kurz, um es zu verschwenden. Wieder hat Lukas Mella verlassen und mehr denn je muss sie sich fragen, ob sie ihren Wächter jemals richtig gekannt hat. War dieser Mistkerl irgendwann einmal ehrlich zu ihr? Und wie kann er es wagen, an der Seite des Mannes zu stehen, der angeblich sein Leben zerstörte und auch nicht davor Halt macht, Mella und ihre Freunde zu jagen? In den Wirren von Kämpfen und Tod treffen sie sich wieder, auf gegnerischen Seiten. Heute darf ich euch endlich nochmal ein Buch aus dem Reverie Verlag vorstellen. Das kam ja in letzter Zeit etwas zu kurz. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen? Ich kann es euch nicht sagen. Am 23. April erscheint dort Bradwood Studios, Eloise und Chase. Auch eine Fake-Dating-Story, auf die ich mich sehr freue. Der Klappentext hat mir sehr viel Freude bereitet, als ich ihn gelesen habe bei der Recherche. Aber das Cover hat mir auch sehr gut gefallen, so ist es nicht. Ich habe von der Autorin, von der Laura Kästner, tatsächlich auch noch gar nichts gelesen. Also es ist wieder so ein Hop oder Top, ob mir der Schreibstil gefällt oder nicht. Ich werde es aber auf jeden Fall im Auge behalten, weil es auch ein Enemies to Lovers Buch ist. Das Einzige, was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist das Setting in Monaco. Da muss ich halt immer an die Schickeria denken und das ist ja nicht so meine Szene. Und ja, das ist so das Einzige, wo ich vielleicht Bedenken habe, dass mich das ein bisschen nerven könnte. Aber trotzdem freue ich mich auf diese Geschichte. Welcome to Bradwood Studios. Eloise Stansons Traum wird endlich wahr. Sie darf in Monaco an den renommierten Bradwood Studios studieren. Doch das Glück hält keine 48 Stunden. Als sie in einen skandalösen Vorfall auf einer Verbindungsparty verwickelt wird, für den der arrogante Frauenschwamm Chase Edwards verantwortlich ist. Ein Deal soll beiden in die Karten spielen. Wenn Chase ihre Zukunft an der Academy sichert, hilft Eloise ihm dabei, den hohen Anforderungen seines Vaters gerecht zu werden. Sich ineinander zu verlieben, war jedoch nicht Teil des Plans. Am 25. April erscheint im Hause Forever auch ein neues Buch, das da heißt Glow Like Northern Lights. Hier steht Ugly Cry an Islands rauen Küsten. Ich weiß nicht genau, ob Ugly Cry ein Trope ist, das ich einfach nicht kenne. Ich kann es auch irgendwie gar nicht zuordnen. Ich meine, ich kann es mir theoretisch übersetzen, aber ich weiß nicht ganz genau, wie es in der Buchbranche gemeint ist. Wenn ihr das wisst, dürft ihr es mir gerne mal in die
Kommentare schreiben. Ich würde jetzt einfach nur so behaupten, dass es sehr viel Drama beinhaltet, dass es vielleicht schmutzig wird, also so in Sachen Intrigen und so. Aber ja, wenn ihr da mehr wisst, dann bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich da mal aufklären könntet. Und jetzt lese ich euch den Klappentext zum Buch vor. Als Lillys herzkranker Zwillingsbruder stirbt, bricht für die Studentin eine Welt zusammen. Ihre Trauer findet in Berlin keinen Platz, also flieht sie kurz entschlossen nach Island, um den einzigen Menschen zu besuchen, der ihr in den letzten Monaten Halt geben konnte. Aaron. Die beiden haben sich online in einem Forum für Angehörige von herzkranken Menschen kennengelernt. Doch als sie endlich vor ihm steht, ist er abweisend. Erst als Lilly ihm vom Tod ihres Bruders erzählt, tröstet er sie. Und während sie an seiner Stelle die friedliche Schönheit des Landes entdeckt, wird ihm klar, dass Lilly ihm längst mehr bedeutet, als gut für die beiden ist. Einen Tag später erscheint ein weiteres Finale im Hause Lux dieses Mal. Cruel Castaways Cold Hearted ist der dritte Band der, ich denke es heißt Cruel Castaways Reihe, von meiner lieben LJ Shen. Und ich sage es jedes Mal wieder, wenn ihr Name hier in meinen Videos auftaucht. Ich liebe diese Frau einfach sehr, sehr, sehr. Ihre Bücher sind wundervoll, ihre Bücher sind spicy, ihre Bücher sind auch ein bisschen oben drüber manchmal, also die Charaktere sind schon sehr Schema F und ja, richtig Bad Boy mäßig und ja, im realen Leben wird mich das richtig nerven, aber bei ihr finde ich das richtig, richtig schön und mag es auch sehr, es zu lesen. Diese Reihe habe ich tatsächlich noch gar nicht gelesen, also ich habe kein einziges Buch der Cruel Castaway Reihe auch zu Hause. Ich hänge aktuell ja noch bei ihrer Boston Bells Reihe. Ich komme einfach nicht hinterher, eben weil ich momentan nicht so viel lese. Aber ich habe es auf der Agenda und ich möchte es ganz, ganz dringend nachholen, jetzt bald mal nochmal ein paar Bücher von ihr zu lesen. Ein Milliardär, der keinen sein möchte. Eine Frau, die einen reichen Mann sucht. Und eine Ehe, die alles andere als fake ist. Milliardär Rick Spades weiß, dass Geld allein nicht glücklich macht. Deshalb hält er seinen Kontostand geheim und bereist die Welt. Hat in jeder Stadt eine andere Frau. Für Daphne, Duffy, Merkham hingegen war schon immer klar, dass sie eines Tages reich heiraten würde. Als ihr Arbeitsvisum abläuft, braucht sie dringend einen Ehemann, um in den USA bleiben zu können. Dabei schreckt Duffy auch nicht vor Erpressung zurück, als sie Riggs in einer kompromittierenden Situation mit ihrer Chefin erwischt. Widerwillig stimmt Riggs einer Scheinehe zu, obwohl das Einzige, was sie verbindet, ihre gegenseitige Abneigung ist. Bis ihre Ehe auf einmal beginnt, sich alles andere als ein Fake anzufühlen. Also irgendwie sind diesen Monat sehr viele Fake-Geschichten dran, habe ich so das Gefühl. Am gleichen Tag bringt der Lux Verlag natürlich nicht nur dieses Buch raus. Der Lux Verlag macht das ja gerne, seine Bücher an denselben Tagen rauszubringen. Und deshalb gibt es am 26. April auch eine neue Reihe von Elsie Silver. Willst du aussprechen, Elsie? Ich bin mir nicht sicher. Flawless heißt das Ganze. Chestnut Springs Reihe. Der erste Band von 2. Ich habe von ihr auch noch gar nichts gelesen. Ich habe sie auch noch nie irgendwo gehört. Also der Name ist mir noch nie irgendwo aufgetaucht. Vielleicht auch eine ganz, ganz neue Autorin, eine neue Entdeckung. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Bei Amazon steht, dass die Chestnut Springs Serie eine TikTok-Sensation ist. Also sorry, es ist mal wieder komplett an mir vorbeigegangen. Sie denkt, es hat nichts zu bedeuten. Für ihn bedeutet es alles. Die Regeln sind klar, als der Sportler Wes Eaton von seinem Agenten nach einem PR-Skandal zu einer Zwangspause verdonnert wird. Ruhig verhalten und Hände weg von seiner Tochter Summer. Denn genau die soll jetzt für Wes den Babysitter spielen und raubt ihm damit den letzten Nerv. Die Anziehung zwischen ihnen lässt sich bald nicht mehr leugnen und als sie nach einem Termin zusammen feststecken und sich sogar ein Bett teilen, stellt sich die Frage, ob sie einander widerstehen können. Erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an den ersten Band der Boston Bells Reihe. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch. Wer hätte es gedacht, ebenfalls im Hause Lux, ebenfalls am 26. April, der zweite Band der Sandover Prep Reihe, der Einzelgänger heißt das Ganze und ist quasi der zweite von 3 Bänden. Also da wird noch ein dritter folgen. Band 1 habe ich tatsächlich selbst auch noch nicht gelesen, hab's aber, ja, vielleicht nicht zeitnah vor, aber hab die Reihe auf jeden Fall auf dem Schirm. Sagen wir es mal so. Wenn die Geheimnisse der Sandover Prep ans Licht kommen, ist niemand mehr sicher. Vor einem Jahr hatte Casey Trescott einen Unfall, der sie noch immer belastet. Doch sie hat genug davon, dass seitdem alle versuchen, sie zu schützen und in Watte zu packen.
Mit der Hilfe von Fan Bishop, dem Golden Boy der Sandover Prep, will sie ihr Leben zurückerobern. Was sie nicht ahnt, Fan hegt schon lange Gefühle für sie, die über Freundschaft hinausgehen. Um ihr Herz zu gewinnen, setzt er alles daran, zusammen mit seinen Freunden die Wahrheit über die schicksalshafte Nacht ihres Unfalls herauszufinden. Doch was, wenn diese sie nur weiter entzweit? Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im April 2024 erscheinen und mich persönlich ansprechen würden. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Auswahl haltet, ob vielleicht noch andere Bücher erscheinen, die euch total interessieren und die ich jetzt gar nicht hier erwähnt habe. Ich bin nicht perfekt, mir gehen bestimmt einige durch die Lappen. Wenn ich mir dann immer im Nachgang noch Marens Video zu Neuerscheinungen angucke, denke ich mir auch immer, ja, das hätte ich auch interessiert. Wieso hast du das nicht gesehen, dass das erscheint? Aber nichtsdestotrotz gibt es ja deshalb extra die Buchbubble, damit man bei anderen auch ein bisschen stöbern kann. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr habt so wundervolles Wetter wie wir. Ich werde gleich noch ein bisschen auf den Spielplatz gehen und meinen Nachmittag dort verbringen. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.